Leute, ich bin Eva, willkommen bei Alles Eva Gaming. Heute mache ich nochmal ein Tokabuka Roleplay und zwar es heißt Summer Glow Up. Ich habe mich hier nochmal mein Skript hingelegt und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Aber erst, wie normal, machen wir Shoutouts in der Roblox-Gruppe. So, und ich wollte nur mal sagen, Dankeschön, dass ich jetzt endlich auf meinem Alles Eva-Account einfach 1 Million Abonnenten habe. Das ist einfach so crazy. Wie gesagt, danke, Dankeschön, Leute. So, aber jetzt machen wir die Shoutouts. Also, erste Shoutout geht an Amina. Hallihallo. Also, das zweite Shoutout geht an King Muffin. Hallihallo. Ich mag deinen Namen. So, jetzt fangen wir auch erstmal an. Neuer Tag in der Schule. Endlich Pause. Mathe war wie normal langweilig. Oh nein, nicht schon wieder. Hallo? Wie normal siehst du nicht sehr schön aus? Ja, warum siehst du eigentlich immer so komisch aus? Leute, könnt ihr mich einfach mal alleine lassen? Ist wirklich so gemein, dass ihr das dauernd macht. Was gemein ist, dass du so schrecklich aussiehst. Ja, ich fühle mich schlecht für alle anderen, die dich angucken müssen. Nee, wirklich. Das macht ihr jeden Tag. Das ist richtig doof. Warum? Wir sprechen ja eigentlich nur die Wahrheit. Das ist ja richtig lustig eigentlich. Ja. Ey, das hat jetzt wehgetan. Wirklich, Leute. Mann, das ist richtig doof. Sie das dauernd machen, jeden Tag. Haben sie sich verlaufen? Warum sagen sie sie? Sie sehen halt so alt aus. Was? Ich bin 12 Jahre alt, genauso wie du. Was? Du siehst ja aber so grässlich aus. Oh mein Gott, das ist alles so gemein. Ich rufe meine Mutter an. Ach, Anita, du siehst heute so traurig aus. Ich musste dich auch noch mitten in der Schule abholen. Was ist denn los? Hast du Fieber oder irgendwas? Nein, Mama, jeder hänselt mich jeden Tag in der Schule, weil ich so altmodisch aussehe. Ich meine, dachte, ich wäre genauso alt wie du. Aber du siehst doch wunderschön aus. Die sind einfach neidisch. Hast du die gesehen? Ich habe schon mal jemanden gesucht. Das Zimmer von der sah so viel schöner aus als meins. Ich meine, schau mal meins an. Meine Wände gehen schon kaputt. So will ich einfach gar nicht mehr leben, Mama. Ach, Schneckchen, bist du dir sicher? Ich meine, wie wärst du versucht, die zu ignorieren? Das kann ich nicht. Die sind wirklich jeden Tag gemein zu mir. Okay, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Was denn? Willst du mich noch altmodischer anziehen? Nein. Wir werden ein Glow-Up machen. Also das ist jetzt mal eine gute Idee. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du genau weißt, wie man ein Glow-Up macht. Komm schon, so, ich war auch schon mal jung. Ich denke, ich weiß, was ihr kleinen Mädchen jetzt immer anzieht. Ich gebe dir ein Limit, was du alles kaufen kannst. Und dann können wir vielleicht zum Friseur gehen. Wir können zum Nagelstudio gehen. Wir können alles neu machen. Oh, danke, danke, danke schön, Mutter. Das ist richtig nett von dir. Aber erst will ich mir nochmal meinen Kaffee austrinken. Yay! Endlich, endlich, endlich kann ich genauso cool sein wie alle in meiner Schule. Oh mein Gott, werden die dann staunen, wenn ich so schön aussehe. Können wir jetzt schon anfangen? Nein, wir müssen bis morgen warten, bis wir das Glow-Up machen können. Jetzt ist es zu spät. Es ist 8. Oh, das ist ehrlich gesagt sehr traurig. Guck. Es wird schon langsam dunkel. Putz erstmal deine Zähne, geh ins Bett, zieh dich an und schlaf erstmal. Morgen können wir gehen und machen das Club. Ich meine, morgen ist ja dann Samstag. Okay, der nächste Tag. Guten Morgen. Ach, guten Morgen. Hast du schon vergessen, was wir machen? Oh ja, heute ist das Glow-Up. Ja, okay, gut. Was willst du erst machen? Können wir erstmal zum Friseur, weil ich mag einfach diesen Pferdeschwanz nicht. Okay, ich wollte schon eh lange nicht mehr so graue Haare haben. Komm, wir gehen dann erstmal los. Vergiss nicht deine Brille. Hallo, wir sind hier und wollen ein Glow-Up machen. Ein Glow-Up? Puh, Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Das ist richtig gemein. Komm schon, wir werden hier ein Glow-Up machen. Mir ist das egal. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hi, also ich will mir noch eine neue Frisur machen, genauso wie ich hier meine Tochter. Und ich will meine Haare färben. Oh, meine auch. Okay, gut. Ich fange erstmal mit Ihnen an. Was wollen Sie denn so Schönes? Überrasch mich. Ich denke, das werden Sie mögen. Und jetzt kommen Sie dran. Was willst du? Ich will auch so lange Haare haben wie meine Mutter, aber nicht ganz genauso lang. Okay, mal schauen. Ich denke, das ist gut. Das ist perfekt.
kann ich aber vielleicht noch ein bisschen hellere Haare haben? Ja, natürlich. Erstmal muss ich ihre Haare ganz weiß machen. Und welche Farbe? Denke also, die beste wäre jetzt erstmal diese. Die ist perfekt. Und, wollen Sie ihre Haare noch färben? Meine will ich noch dunkler haben. So schön. Und dann mache ich hier die Haare ein bisschen frisieren. Bam. Und im Friseur sind sie jetzt schon fertig. Danke, danke, danke schön. Das ist richtig cool. So altmodisch sahst du jetzt auch nicht aus. Dann gehen wir jetzt am besten erstmal weiter. Oh, meine Brille darf ich jetzt auch nicht vergessen. So, was willst du jetzt erstmal machen? Ich will mir vielleicht mal eine neue Brille holen und ein neues Outfit. Ach, eine neue Brille, das ist eine sehr gute Idee. Willst du vielleicht nicht nochmal ein Handy kaufen? Das ist eine super, super Idee. Nochmal Dankeschön, Mama, das ist richtig cool. Die werden wirklich staunen, wenn die mich dann sehen. Ich nehme dann, denke ich, hier dieses. Dann kaufen wir es jetzt erstmal ein. Perfekt. Und jetzt geht's schon mal weiter. Du such dir jetzt erstmal Outfits aus und ich hole uns ein Eis. Also hier sind wohl die Outfits. Die sind hier alle richtig cool. Das geht ja für Mama. Mal schauen, welches will ich noch für mich? Vielleicht das da. Oh, das ist richtig süß. Oh, auch noch so schön bauchfrei. Und das. Vielleicht kann Mama dann nochmal dieses haben. Oh, und ich will auf jeden Fall nochmal das. Oh, ich will sie jetzt erstmal anprobieren. Oh, das ist jetzt mein Lieblings. Weißt du was? Ich denke, ich nehme einfach alle mit. Diese werden Mama auch lieben. Und, hast du welche ausgesucht? Ja. Ganz viele sogar. So, dann bezahlen wir jetzt erstmal und gehen weiter. Du hast gesagt, du willst eine neue Brille? Ja, vielleicht ein bisschen eine schönere. Okay, gut. Was für eine Brille wollen Sie denn? Weißt du was? Ich mag hier eigentlich so Design. Also kann ich diese haben? Ja, natürlich. Warte mal. So, ich suche sie jetzt aus. Oder kann ich auch einfach Kontaktlinsen haben? Auch eine super Idee. Ja, die passen. Dankeschön. Und? Ich habe Kontaktlinsen. Sehen die schön aus? Die sehen perfekt aus. Was wollen wir jetzt erstmal machen? Ich weiß es nicht. Können wir kurz nochmal hochgehen? Ich muss mal. Okay, gut. Oh, guck mal. Addison, was machst du denn hier? Oh, nix. Ich mache einfach nur mal ein kleines Glow-up. Das ist ja lustig. Dich kann man ja gar nicht mehr retten. Genauso wie deine altmodische Mutter. Ihr werdet morgen staunen, wie schön Addison aussieht. Komm, wir gehen jetzt schon mal weiter. Okay, ich habe dir doch gesagt, die sind richtig gemein. Die wird morgen einfach noch doofer aussehen. Ja, ich wollte eh letztens ein neues Haus kaufen und du hattest recht. Und das ist viel zu altmodisch. Was? Sie kauft einfach ein neues Haus? Ich habe ein richtig schönes gesehen. Das hat auch noch einen richtig coolen Pool. Oh, wie cool, wie cool, wie cool. Ich brauche nur eine Sekunde und dann können wir schon unser neues, cooles Haus besuchen. Oh, wie cool! Ich habe dir doch gesagt, Addison, wir machen ein richtig schönes Glow-Up. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass meine Mama so coole Sachen dann machen wird. Die, also wirklich. Aber warte mal, vielleicht haben doch die recht. Vielleicht werde ich dann doch einfach richtig affig aussehen. Hoffentlich wird das auch ein schönes Haus sein. Mama hat ja jetzt auch nicht so einen guten Geschmack für Häuser. Oh, das ist ja richtig, richtig groß. Ja, leider haben wir nicht das ganze Haus. Das ist ein Apartment. Hallo, Sie sind wohl unsere neuen Nachbarn. Ja, wir haben das Haus, wir haben hier das neue, das Stockwerk über Sie gebucht. Ja, komm rein. Wow, das sieht ja richtig cool hier drin aus. Dankeschön. Und du bist doch Addison, oder? Ja, genau. Gehen wir jetzt erstmal hoch. Oh mein Gott, wir haben einen Pool. Wie cool. Ich wusste, du würdest es lieben. Habe ich sogar ein neues Zimmer? Ja, willst du schon mal anfangen einzurichten? Auf jeden Fall. Ich liebe es. Das ist ja richtig schön aesthetic. Ich dachte, du könntest noch ein paar neue Sachen reinmachen. Aber jetzt klappt es schon mal. Oh, ich mache am besten schon mal meine Klamotten rein. Du kannst über Laufe des Tages noch ein paar mehr Sachen reinmachen. Aber jetzt reicht es erstmal. Oh mein Gott, wie gesagt, Dankeschön, Dankeschön, Mama. Das sieht richtig cool aus. So, ich ziehe mich dann jetzt auch erstmal richtig schön an. Vielleicht dieses Kleid? Oh, ich freue mich schon auf morgen. Die werden wirklich staunen. Das werden sie. So, aber wie gesagt, es ist schon wieder Nacht. Geh am besten ins Bett. Morgen kannst du ja noch fröhlicher sein. Ja, ach die Kleine. Den nächsten Tag. Puh. Neuer Tag. Und wieder Montag. Das wirst du richtig gut machen und alle werden staunen. Oh Mama, ich habe eine Idee. Mhm. Was ist es? Darf ich eine Poolparty schmeißen? Warum denn nicht? Oh ja, 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 ja. Vielleicht kann ich dann noch meine Freundin einladen. Das wird richtig, richtig cool. Dankeschön. Hi. Oh mein Gott.
Hey, hey Blume. Oh mein Gott, Addison. Du siehst ja wirklich so cool aus. Ich schmeiß bei mir eine Poolparty. Wir haben ein neues Haus gekauft. Willst du kommen? Ja, natürlich. Ich bin so froh, dass ich eine BFF bin. Oh, bitte, bitte, bitte sagen, wir können mitkommen. Bitte. Es tut uns wirklich so leid, was wir gesagt haben. Du siehst jetzt wirklich so cool aus. Denkt ihr wirklich, ich würde euch jetzt einladen? Nachdem ihr so gemein zu mir wart? Nein, 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 nein. Dies ist jetzt nur für mich. Und natürlich noch meine BFF. Mann, die sind ja so dumm. Ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass sie so schön aussehen wird. So Leute, das war es jetzt erstmal das Video. Und das erste Mal, dass ich so ein Tuckabokal-Video gemacht habe in der Art. Also sagt mir, ob ich nochmal so eins machen will. Also sagt mir nochmal, ob ich so eins machen soll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!